Hallo, mein Name ist Marlene und zusammen mit meinen Partnern Charlotte und Gabriel präsentiere ich Ihnen die neueste Innovation für Fahrradfahrer, das B-Lock. Dadurch, dass wir in kürzester Zeit ein hochinnovatives Produkt präsentieren müssen, kann es sein, dass wir ab und zu mal auf unsere Karten spicken müssen. Sorry, aber dafür können wir unsere Vision, Fahrraddieben das Handwerk zu legen, besser darstellen. Wurde jemandem hier schon mal ein Fahrrad geklaut? Genau, allein in Deutschland werden jährlich mindestens 300.000 Fahrräder geklaut und davon lediglich 9% wiedergefunden. Da uns dieses Problem bewusst ist, haben wir ein modernes PIN-, Alarm- und GPS-gesichertes Fahrradschloss entwickelt, das B-Lock. Das B-Lock besteht aus drei Bestandteilen. Einem fest an das Fahrrad montierten PIN-geschützten Schloss, hier in grün. Einen GPS-Tracker, hier an einem der orangenen Punkte. Und ein Alarm, hier in lila. Grundsätzlich schließt man das Fahrradschloss mit der zugehörigen B-Lock-App auf, durch die enthaltene PIN-Eingabefunktion. Außerdem gibt das Smartphone zeitgleich mit dem Alarm am Fahrrad einen Ton von sich, wenn es ohne PIN-Eingabe bewegt wird. Sollte es einen Notfall geben mit dem Smartphone, gibt es auch eine Backup-Lösung. Eine mitgelieferte externe Fernbedienung mit denselben Funktionen. Falls es dem Dieb gelingt, das Schloss zu brechen und zu fliehen, kann die App zusätzlich durch den eingebauten GPS-Tracker am Fahrrad verfolgt werden. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt zu einem Diebstahl kommt, da, wie schon gesagt, beim Bewegen des Fahrrades ohne PIN ein Alarmton am Fahrrad losgeht, was die Menschen im näheren Umkreis darauf aufmerksam machen lässt und bestenfalls eben etwas dagegen unternehmen. Die Route, die der GPS-Tracker eben aufzeichnet, kann auf dem Handy verfolgt und gespeichert werden und das dann, wenn man möchte, der Polizei zum Verfolgen gegeben werden. Hier können Sie sehen, wie wir uns den Aufbau der App vorgestellt haben. Wie man sieht, haben wir zusätzlich eine Punktesammelaktion, bei der man pro gefahrene Kilometer Punkte sammeln und diese dann durch Gutscheine unserer Kooperationspartner eintauschen kann. Die App werden wir durch eingeblendete Werbung von Fahrradfachgeschäften oder generell Sportgeschäften wie beispielsweise Decathlon oder Intersport finanzieren. Außerdem wollen wir mit Flyern und Plakaten in den eben genannten Läden und durch Kleinanzeigen auf Internetseiten wie Fahrrad XXL werben. Geplant ist zusätzlich eine Live-Show, bei der wir Laien engagieren werden, um einen Fahrraddiebstahl nachzustellen, um die Funktion und Reaktion des B-Locks zu demonstrieren. Da wir das B-Lock für ca. 100 Euro verkaufen werden, ist es hauptsächlich für Leute, die ein teureres Fahrrad besitzen, vielleicht auch ein E-Bike und dieses häufig an öffentlichen Orten abstellen. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Präsentation gefallen hat. Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Vision, Fahrraddieben das Handwerk zu legen.